Wiedergeburt, Reinkarnation, Karma, wichtige Themen in der heutigen Spiritualität und Esoterik. Das Wissen darum ist schon sehr alt und es ist nicht nur in Indien verbreitet, sondern auch im Westen hat man sich immer wieder darüber Gedanken gemacht. Und darüber spreche ich heute mit einem ganz wunderbaren Menschen, der sich darin sehr gut auskennt, nämlich mit Armin Risi. Ich grüße dich. Ja, schön, dass es geklappt hat. Danke. Schön, dass du hier bist. Ja. Und das Ganze erleben Sie natürlich auf Mystica TV. Ja, habe ich schon viele frühere Leben hinter mir und Sie dann auch. Ich glaube, ungefähr die Hälfte aller Menschen glauben auf die eine oder andere Art und Weise daran. Und darüber spreche ich heute mit dir, lieber Armin Risi. Ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du hier bist. Und du bist vielen unserer Fans wahrscheinlich schon sehr bekannt. Seit Jahrzehnten bist du sehr aktiv als, ich finde, hervorragender philosophischer, wissenschaftlicher Autor. Du versuchst, Welten zu verbinden. Du kommst ein bisschen aus dem vedischen Denken. Da hast du sehr viel gelernt und studiert und hilfst uns wirklich zu verstehen, wie unsere grobstoffliche Welt mit der feinstofflichen Welt verbunden ist. Bringst tolle Zitate und das ist immer wieder hervorragend zu lesen. Und deswegen freue ich mich sehr, dich hier zu haben. Wir kennen uns schon sehr lange. Und wir wollen heute über die Reinkarnation sprechen. Ein zentrales Thema, das manchmal auch ein bisschen falsch verstanden wird. Wie würdest du definieren, was heißt Reinkarnation? Ja, Reinkarnation wörtlich heißt Wiedergeburt. Also die Seelenwanderung, dass wir verschiedene Leben haben, dass wir nicht der Körper sind, dass wir ein bewusster Seelenfunken sind, eine Monade, würde jetzt Leibniz sagen, also ein Atman im Sanskrit, dass wir ein Individuum sind, ein unteilbares, ewiges Sein, das immer in der Gegenwart ist. Und hier in dieser Welt dann natürlich ab und zu, warum ist eine andere Frage, aber in die Materie eintaucht und wieder auftaucht. Das Eintauchen in die Materie nennen wir Geburt und das Auftauchen nennen wir aus unserer Sicht Tod. Aber das ist eine Sichtweise. Natürlich kann man, wenn wir über das Ewige sprechen und über uns selber, sind immer verschiedene Sichtweisen dabei. Und für mich ist auch wichtig zu sagen, dass es ist kein Dogma, dass man an Reinkarnation glauben muss. Selbst im Indischen wird Reinkarnation jetzt nicht verabsolutiert. Wenn wir zum Beispiel die Bhagavad Gita anschauen, also die indische Bibel, da wird das ganz klar gesagt, dass es eigentlich für die Seele keine Wiedergeburt gibt. Weil die Seele unsterblich ist? Genau. Da steht zum Beispiel, für diejenigen, die es nachlesen wollen, Kapitel 2, Vers 20, steht, für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod. Sie ist nie entstanden, entsteht nie und wird nie neu entstehen. Sie ist ungeboren, ewig, immerwährend und urerst. Sie stirbt nicht, wenn der Körper stirbt. Also aus der Sicht der Seele gibt es weder Geburt noch Tod, aber aus unserer Sicht natürlich, die wir hier sind, gibt es sehr wohl Geburt und Tod. Deswegen auf der einen Ebene, aus der Ebene der Einheit oder aus der absoluten Ebene, gibt es das nicht oder ist alles gleichzeitig. Aber für uns direkter und relevant ist natürlich schon die lineare Entwicklung, wo es sehr wohl frühere Leben gibt und wo es in diesem Leben offensichtlich eine Geburt gab und in diesem Leben Tod gibt, der dann aber auch nicht das Ende ist. Da gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Manche sagen auch eben, dieser sagen wir, göttliche Funke verlässt niemals das Göttliche, ist immer mit dem Göttlichen verbunden und ist deswegen unsterblich und er schickt eine Persönlichkeit nach unten. Und andere sagen, nein, das ist alles eins, die ganze Seele geht runter und wieder hoch. Wie würdest du das definieren? Da denke ich, ist es nicht nötig, dass man jetzt zu sehr in die Streitgespräche geht. Man kann es von verschiedenen Seiten anschauen. Eben, man kann religiös sein, gottesbewusst sein, vor allem jetzt in christlichen Kreisen, ohne dass jetzt Reinkarnation unbedingt ein Faktor sein muss. Denn auch wenn man Reinkarnation kennt oder von der Reinkarnation ausgeht, ist ja das jetzige Leben das Entscheidende. Absolut, ja. Darum geht es. Und manchmal ist es sogar besser, sich nicht zu sehr in der Linearität zu verlieren, sondern hier und jetzt zu sein. Und natürlich gibt es höheres Selbst und so, aber wir sind schon hier, als das Individuum, das wir sind, sind wir jetzt zuallererst mal hier. Und hier entscheiden wir unser Schicksal mit unserem freien Willen. Im Rahmen eben auch von Aktion und Reaktion. Finde ich gut, dass du daran erinnerst. Ja. Das macht natürlich Spaß, sich philosophisch das alles mal anzuschauen. Aber es muss immer auch in meinem Leben mir selbst helfen, dieses Wissen. Sonst hat es ja gar keinen Sinn. Eben, Reinkarnation ist
Natürlich, Reinkarnation ist kein Gedanke, der im Materialistischen reinpasst. Im materialistischen Weltbild gibt es nicht, aber man kann ein atheistisches Weltbild haben und Reinkarnation drin haben. Atheistisch, also du meinst künstlerisch? So. Nein, atheistisch. Atheistisch, Entschuldigung. Man kann ein atheistisches, man muss nicht unbedingt an Gott glauben, und trotzdem hat da Reinkarnation Platz. Also, dass sozusagen in der Materie etwas neu entsteht. Wieder. Ja, also es gibt auch Atheisten, die an Reinkarnation glauben. Ja. Interessant, ja. Ja, und trotzdem spielte das immer in der Philosophie und Religionsgeschichte eine Rolle und auch hier im Westen. Ja? Ja. Sogar die alten griechischen Philosophen haben schon sehr deutlich darüber gesprochen. Ja, ja, eben. Also ich denke, sehr wichtig und vielleicht für einige überraschend zu hören, dass Reinkarnation kein indischer Gedanke ist. Es ist nicht einfach jetzt, da sind die Inder drauf gekommen, eine indische Idee. Wenn es Reinkarnation gibt, reinkarnieren wir alle, nicht nur die Inder. Ja, alle. Für wahr. Ja. Und so ist es nicht erstaunlich, dass in allen Kulturen und in allen Kreisen, wo sich die Menschen dann auch analytisch und mystisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen begannen, auch auf den Reinkarnationsgedanken gekommen sind. Mhm. Bekannt ist natürlich im Abendland Pythagoras. Das ist der erste, die Pythagoreer, für die war Wiedergeburt selbstverständlich. Und dann natürlich in der Linie von Pythagoras, Sokrates, Platon, bei Pythagoras und Platon weiß man auch, dass die in Ägypten waren. Nur als Fußnote, Platon hieß nicht immer Platon. Und Ägypten verbindet man ja eigentlich nicht so unbedingt mit Wiedergeburt. Ja, ja. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Sichtweisen. Manche sagen, die haben sehr wohl daran geglaubt und andere nicht. Wie ja, die haben halt das bildlich dargestellt. Aber eben mit dem Platon, einfach, das ist noch interessant. Platon, das ist eigentlich sein eingeweihter Name. Bürgerlich hieß der Mann Aristokles. Aristokles von Athen. Dann ging der junge Aristokles weg und kam irgendwann mal 10, 15 Jahre später zurück und sagte, ich heiße Platon. Man weiß heute nicht, wo er war, aber es ist natürlich naheliegend, dass er am gleichen Ort war, wo Pythagoras vor 200 Jahren war, natürlich in Ägypten, und dass er von dort seinen eingeweihten Namen mitbekommen hat. Das ist jetzt nicht offizielle Etymologie, aber in den Mysterienschulen ist das überliefert. Daskalos von Zypern, der Markus von Strobelos sagt es deutlich, dass der Name Platon von Palaton kommt, wie Echnaton, Palaton. Das, was in die Aton-Mysterien eingeweiht wurde. Und als er dann zurück nach Griechenland kam, hatte er seinen Namen natürlich gräzisiert, also Plato oder Platon. Aber die Uneingeweihten in Griechenland und bis heute fragen sich, wo kommt der Name her? Und dann sucht man im Griechischen. Und das nächste Wort, das etymologisch irgendwie wie Plato klingt, heißt breitschultrig. Dann denkt man, aha, weiß nicht, da Bodybuilding gemacht oder so, jetzt nennt er sich der Breitschultrige. Und deswegen hat man Platon manchmal als auch der Breitschultrige dargestellt. Aber eigentlich ist es ein ägyptischer Name. Platon, Aton. Also da sieht man schon. Und im Ägyptischen, natürlich hat man die Reinkarnation, zumindest soweit wie wir die Hieroglyphen entschlüsseln können, nicht so explizit ausformuliert, aber es gibt das berühmte Bild von der Waage, die Seelenwaage mit den zwei Schalen, da ist das Herz drin, da wird das Herz gewogen und da wird auf der anderen Seite die Feder der Göttin Maat reingelegt, und wenn dein Herz gleich leicht ist wie die Feder der Maat, also dein Herz federleicht, dann ist es in der Schwebe und dann geht es weiter ins Licht, und wenn das Herz schwerer ist, kommt das Krokodil oder das Nilpferd und frisst dich auf. Das ist natürlich, und wir denken, eine primitive Höllenstrafe, aber das ist auch nichts anderes als ein Bild dafür, was im Indischen Samsara genannt wird. Dann geht man wieder zurück in den Strudel oder ins Rad. Im Indischen spricht man vom Rad der Wiedergeburt. Und die Inder und die Ägypter stellen das halt ein bisschen dramatisch dar mit dem Krokodil oder dem Nilpferd. Naja, und später sogar in Deutschland wurde immer wieder dieses Gedankengut sehr als wichtig empfunden. Ja, so Schiller, Hegel, Goethe, alle sprachen davon. Und im Grunde, du sprachst vorhin von den Mysterienschulen. Die Nachfolger sind ja die Freimaurer, Rosenkreuzer. Da war das überall ganz normales Wissen. Das war eingeweihtes Wissen, das wusste man. Und das war eingeweiht, heißt nicht geheim. Mit der Renaissance natürlich kam das wirklich, als man wieder im Abendland begann, Platon zu lesen und von Sokrates hörte und von Pythagoras hörte, kam dieser Gedanke wieder voll ins Bewusstsein. Und dann, 18. Jahrhundert, kam das wieder voll da, so mit Lessing und Herder. Lessing hat ganz
explizit darüber geschrieben, hat ein Traktat geschrieben, Erziehung des Menschengeschlechts, wo in Paragraph für Paragraph, was wichtig ist für die Erziehung des Menschengeschlechtes, und letzten Paragraphen kulminieren im Punkt, dass die Menschheit sich über die Reinkarnation bewusst werden soll. Und er sagt ganz klar, Reinkarnation ist die erste und ursprünglichste Erklärung, die die Menschen gefunden haben, als sie sich diese Fragen stellten, und haben das erst verloren, als sie der Sophisterei und dem Intellektualismus verfielen. Aha. Also als der Intellekt kam, auch ein einseitiger Intellektualismus, was heute in den Universitäten großteils läuft, ist das verloren gegangen. Ja. Dann ist Reinkarnation höchstens noch ein theoretisches Konzept, das aber nichts mit mir zu tun hat. Irgendwie, ja, man schaut das so an, außen, aber dass ich vielleicht selbst ein Reinkarnierter bin und dass das Konsequenzen haben könnte, das berührt einen da nicht mehr so. Ja, und in der Tat, wahrscheinlich geht es heute wieder darum, diese Welten zu verbinden, diese Denkweisen zu verbinden. Und da bist du, finde ich, so ein Botschafter. Mhm. Was viele gar nicht wissen, du hast ja nicht nur diese philosophisch-wissenschaftlichen Bücher geschrieben, sondern Frühwerke, das waren Gedichtbände, wo du dich auch schon mit diesen Themen beschäftigt hast. Ja, und du hast netterweise diese Bücher sogar mitgebracht, die gar nicht mehr erhältlich sind, im Moment jedenfalls. Ja. Völkerwanderung, Der Kampf mit dem Wertlosen. Lyrische Meditationen. Mhm. Ja. Und da ich ein Dichter war, da geht es um Hölderlin. Wie kamst du auf Hölderlin? Wie ist das entstanden? Das war eigentlich ganz interessant. Ich habe mich natürlich schon sehr früh, seit ich lesen kann, habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt. Und habe irgendeinmal, also so mit 12, 13, auch all diese Bücher las, meine geliebten Indianer, Karl May und so weiter. Und dann, als ich dann halt auch die echten Geschichtsbücher las, hat mich das auch irgendwie erschüttert, die Boshaftigkeit und der Wahnsinn in dieser Welt. Und irgendwie, auch im Christentum, dann begann meine atheistische Phase, also 12-, 13-Jähriger, habe mir gesagt, lieber kein Gott als so ein Gott. Ja. Das war einmal Pausentast. Das war der Rachegott, den man oft so vermittelt bekommt. Ja. Was da alles im Namen von Gott gemacht wird, lieber kein Gott als so ein Gott. Ja. Und dann kam bei mir die Schachzeit, da habe ich mich ins Schach vertieft. Das war so meine Käseglocke. Ja, du warst auch sehr erfolgreich, ne? Als Jugendschachspieler. Ja. Ein paar Jahre kurz, zwei, drei Jahre gehörte ich dann zu den Besten in der Schweiz. Aber ich bin da nicht weiter dann eingetaucht. So, habe mich da nicht weiter vertieft. Und mit 16 wurde die Pausentaste quasi wieder gezogen, als wir in der Schule im Deutschunterricht in die Klasse kamen und Schiller lasen und vor allem Hölderlin. Als wir Hölderlin lasen, war das so wie ein, das verstand ich, da ging ja dann wie ein Film los. Und Hölderlin haben wir nur gestreift und jeder durfte sich dann ein Gedicht auswählen, das er natürlich im Gymnasium interpretieren musste, und ich habe mir die lange Elegie Brot und Wein gewählt von Hölderlin. Der Deutschlehrer ist fast erschrocken. Und also es war für mich irgendwie, hinter Worten sind ja Bilder, und die Bilder waren wie da, und dann war es sehr leicht zu entschlüsseln. Aber die große Liebe war Schiller. Das heißt, du hast irgendwo die Tiefe auch sofort intuitiv erspürt von diesem Gedicht? Oder ja, das war wie ein Signal. Da wusste ich, jetzt ist die Pausentaste wieder, jetzt gilt es ernst. Okay. Und ich war dann wirklich, also ich habe die Sprache, vor allem von Schiller am Anfang, genossen. Also ich habe, wie andere Comics gelesen haben, habe ich Schillers Blankversdramen gelesen, Gedichte sowieso, Gedichte zwischendurch. Und dann die großen Blankversdramen, natürlich Wilhelm Tell und Braut von Messina, Jungfrau von Orleo, Maria Stuart und Carlos, das war für mich einfach... Da ging eine Welt auf. Also einfach für dich entdeckt, jetzt nicht Elternhaus. Also ich zum Beispiel hatte auch nicht so ein Elternhaus, wo ich es lernen konnte. Ich hatte nie Bezug zu Gedichten. Aber bei dir ist es plötzlich passiert. Das war einfach da, und dann ging es so schnell. Zwei Jahre später war ich ja schon im Kloster. Ja. Du wurdest Mönch. Ja. Aus welcher Entscheidung heraus? Also indischer Mönch wurde ich, also nicht der katholische Mönch. Ich ging in ein indisches, also ein vedisches Ashram, hinduistisches Ashram. Insgesamt waren das 18 Jahre dann. Mit 18 ging ich ins Ashram, wurde Mönch, und mit 36 ging es dann weiter. Aber genau, bleiben wir noch bei der Geschichte mit Hölderlin. Du hast dich dann noch mehr damit beschäftigt. Ja, das war ein interessantes Thema eigentlich, und ich habe noch nie öffentlich darüber gesprochen, aber ich habe irgendwie gedacht,
wenn ich mal bei Thomas Schmelze sitze, werde ich es erzählen. Eine Ehre für ja, mich. Ein ja. Outing, so ja. quasi. Ja. So, es war interessant. Ich habe die Schule intuitiv verlassen. Ich wusste, ich muss da weg. Mhm. Und ich habe das ein Jahr in die ganze Abiturzeit, also Abiturjahr, das siebte Jahr, habe ich das bei mir in mir getragen und es reifte heran. Und dann, als wirklich die Abitur kam, wusste ich, jetzt muss ich gehen. Und das war nicht, weil ich Angst vor der Prüfung hatte, also das wäre nicht mein Problem gewesen. Also das hat dann alles sehr überrascht, wo ich dann wirklich die Schule verließ. Und ich habe das auch mit Kündigungsfrist angekündigt, also ich komme dann, ich bin jetzt noch da, aber dann in einem Monat komme ich dann nicht mehr. Und ich, also du wusstest einfach, ich musste jetzt gehen. Ja, das war wahrscheinlich noch nicht mal rational entschieden. Nein, ich wusste nicht, was kommt. Ja. Und auch der Direktor der Schule, Rektor, sagen wir, der Rektor, war dann auch ganz fast schon verzweifelt, oder? Dass einer seiner besten Schüler springt wie die Zippi oder weiß nicht was und hat dann auch gefragt, was willst du werden oder was wollen sie? Die haben uns dann gesitzt in der siebten Klasse und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nur, was ich nicht will, nämlich das hier. Und so habe ich diesen Schritt gemacht und in der Zeit habe ich die Sanskrit-Schriften kennengelernt. Und das war faszinierend. Da wusste ich auch, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich da aussteige. Aber ich ging da mal diese Krishnas besuchen, an ihrem Bauernhof, da irgendwo abgelegen im Wald, habe ich die mir vorgeknöpft und haben wir so zwei Tage intensiv mit einem diskutiert und der hat mir von Karma und Reinkarnation und eben, dass die Seele individuell ist und dass man sich nicht einfach in einem Brahman auflöst und so all diese Themen und Gott ist nicht nur Energie, sondern auch Person, also auch dieser Aspekt hat mir alles eingeleuchtet, war auch logisch und dann habe ich gesagt, so und jetzt muss ich wieder gehen. Ja, und dann ja, bin ich gegangen und hab mir gesagt, es macht ja alles Sinn, was die lieben Leute da erzählen. Aber wer sagt mir, dass das Leben Sinn machen muss? Mhm. Vielleicht leben wir in einem sinnlosen Universum und da gibt's so halt idealistische religiöse Leute, die sich einen Gott kreieren und ein Karma-Gesetz und eine Reinkarnation fabulieren, damit das alles Sinn macht, um einer sinnlosen Existenz verzweifelt Sinn abzuringen. Genau, was könnt ja viele auch so sehen. Genau. Ja, ich habe Nietzsche gelesen, Sartre und so weiter. Mhm. Also von da kamen die Gedanken. Und ich sagte mir aber, die Frage lässt sich ja klären. Und die Frage steht und fällt, gibt es Gott oder nicht? Gibt es diesen persönlichen Gott, zu dem ich dieses absolute Bewusstsein, von dem ich ein Teil bin, gibt es ja oder nein? Falls ja, haben die einen recht, falls nein, dann konfrontieren wir diese Realität. So, und ich will nicht einen billigen Trost, sondern Wahrheit in dem Sinn. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ja, ich wusste, meditieren tut man im Wald, so ging ich in den Wald. Mhm. Mit Buddha schon, ja, der unter dem Baum Erleuchtung fand. Ja, ja, aber nur nicht so lang. So lang hätte ich nicht ausgehalten. Es war auch Februar, ja. Februar 81, Frühling, also früher Februar 81 ging ich dahin, 18. Und dann habe ich einfach zu Gott gebeten und gesagt, okay, Gott oder Krishna oder Buddha oder Jesus, wer immer da zuständig ist, wenn es euch gibt, hört ihr mich. Und ich will jetzt wirklich wissen, ob es euch gibt. Und jetzt seid ihr dran, bitte gebt mir ein Zeichen, dass es euch gibt. Zwei Aspekte. Falls es euch gibt und ihr mir ein Zeichen gebt, werde ich nie mehr kommen und nochmal fragen. Jetzt seid ihr dran, für den Rest der Ewigkeit bin ich dran. Aber jetzt seid ihr dran. Jetzt, und eine Bedingung habe ich, es muss so ein Zeichen sein, dass ich nicht hinterher rationalisieren kann, ja Zufall, ja kann jeder sagen, ja weißt du nicht und so. Es muss schon gut sein, oder? Ich weiß nicht, was mich überzeugt, aber wenn es dich gibt, bist du ja allwissend und du weißt, was mich überzeugt. Also überzeug mich mal. Jetzt bist du dran. So richtig auf du. Ja, ja. Auf du, du mit Gott. Jetzt zeig, was du kannst. Quasi. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich gespannt. So die nächsten Tage, Wochen muss ich aufmerksam sein, mal schauen, was passiert. Ich dachte ganz konkret, der Blumenstock so neben dem Kopf, das reicht nicht, das ist Zufall. So das Typische, ja, ja. Das überzeugt mich noch nicht. Das ist Zufall. Und ich dachte schon, und in dem Moment, wo ich das so richtig klar ausformuliert habe, das war nicht ein intellektuelles Gebet, das war tief existenziell. Mhm. Ich habe in diesem Leben noch nie mehr so inbrünstig gebetet wie in dem Moment. Es ging ja wirklich um das ganze Leben. So, was mache ich jetzt? Und als ich das ausgesprochen habe, war es ganz mystisch.
da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie die Gedanken ausgeschaltet wurden. Zum ersten Mal im Leben hat es oben nicht mehr gedacht. Mhm. Meine, da meditieren alle andere jahrelang. Ja, das war wie ein Geschenk. Auf einmal Ruhe. Und in dieser Ruhe kam eine Stimme und die hat gefragt, was hält dich in dieser Welt? Dann habe ich überlegt, ja, gute Frage. Also Schule habe ich aufgegeben, in die Universität will ich nicht, Militär, Gott bewahre, Freundin habe ich auch keine, Karriere ist nicht mein Thema, alles nicht. Aber ich hatte ein Geheimnis, nämlich meine Gedichte. Ich hatte damals schon Gedichte geschrieben, als ich Schiller und Hölderlin las, ist bei mir auch so der Brunnenquell aufgegangen und ich habe da wirklich geschrieben, also ein ganzes, wie Schiller, ein 5-8-Bühnenstück in Blankvers, habe das ins Stadttheater Luzern geschickt. So, daran hing ich mich sehr, das war also mein innerer Dialog, ich konnte mit niemandem darüber sprechen, so, das war also mein innerer Dialog quasi mit dem Tagebuch, das aber halt alles lyrisch und poetisch war. Und da hing ich sehr daran, so sehr, dass ich die Originale zu Hause hatte und die Kopien in der Schule deponiert. Mhm. Weil immer so die Angst war, dass es verbrennen könnte. Wenn das Elternhaus abbrennt, habe ich es in der Schule. Wenn die Schule abbrennt, habe ich es zu Hause. Die Wahrscheinlichkeit, dass beides abbrennt, ist null. Gleichzeitig. So, das war so, also so wichtig war mir das. Da habe ich gesagt, meine Gedichte. Das hält mich. Und dann, als ich das so klar sagte, war wie eine Kulisse weg und da kam ein Bild. Und ich habe sofort erkannt, was es ist. Da war mit dem Bild, so wie telepathisch, die ganze Information, auch emotionell dabei, nicht nur einfach ein Bild. Und da kam die gleiche Stimme und fragte nur, willst du nochmals tun, was du schon getan hast? Und das war mir schlagartig klar, auf einmal wie eine Information, ein Einblick. Und ich wusste, wer das war. Das war der Hölderlin. Ich sah ihn im Turm sitzen. Einfach so ein Bild, wie er am Tisch sitzt, über den Tisch gebeugt. Dieses eine Bild. Und da war das ganz emotionelle Ding dran. Willst du nochmals tun, was du schon getan hast? Und da wusste ich, nein, ich verpasse meinen Lebensplan. Und da wusste ich, alles klar. Da war diese emotionelle Losgelöstheit, das, was eine Sekunde vorher noch mein emotioneller Ruin gewesen wäre. Ja. Die Gedichte weg. Ich war so losgelöst, ich wusste, was ich zu tun habe. Ich ging nach Hause, ging zurück in die Schule, habe die Gedichte, die Kopien geholt, die Originale und alle zu Hause. Wir lebten so in einem alten Haus mit Feuer in der Küche, alles reingeschmissen und die Schachpartie gleich noch hinterher. Also kein einziges Blatt und ich war erleichtert. Das war nicht, dass ich das Zähneknirschen, es sagte mir ja niemand, verbrenne es. So, und das war wirklich eine unglaubliche Erleichterung und da ging mir ein neues Tor auf und dann eine Woche, das war das eine Wochenende, dass ich da im Ashram war bei den Krishnas, das war so Montag, Dienstag und Dienstag hatte ich das, ging ich nochmal zurück an die Schule und am Freitag ging ich zurück zu den Krishnas und sagte, da bin ich bleibe. So, und da wurde ich Mönch. Wow. Ja. Und konnte von dem Moment an keine Zeile mehr schreiben. Ach. Du hast dich entschieden, brauche ich nicht mehr. War auch keine Inspiration mehr da. Und ich wusste auch, innerlich wusste ich, wenn ich wirklich schreiben soll, werde ich später wieder schreiben, wenn es reif ist. Jetzt bin ich 18, jetzt werde ich mal Schüler. Mhm. Ja. Und das war wie frisch verliebt. Wow. Also ich habe das nicht vermisst. Da hatte ich die ganzen Sanskrit-Bücher und die Kultur und alles. Die Jahre sind verflogen. Mhm. Ohne einmal auf die Uhr zu schauen. Ja. Vielen Dank für diese persönliche Geschichte. Das ist sehr berührend und sehr interessant. Man hört sowas ja immer wieder, dass manche Menschen zur rechten Zeit ein ganz tiefes Erlebnis geschenkt bekommen. Mhm. Dieses Erlebnis hatte ja dann sozusagen mehrere Antworten für dich, wo es hingeht, was du nicht mehr willst, ob es einen Gott gibt, ob das Leben einen Sinn hat. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, okay, du hast gewonnen. Jetzt bin ich dran mit der Rest der Ewigkeit. Und bisher habe ich mich ans Sprechen gehalten. Ich bin nie mehr zweifeln zurückgekommen, sondern ich wusste, wenn die Zweifel kommen, schaue ich bei mir. Ja, und du hast es einfach immer weiter erforscht und später sozusagen auch mit deinen Lesern und machst es im Grunde ja weiterhin, bist auf dem Weg. Ja, es ist also ganz, ganz faszinierend. Ja. Und das war also sozusagen diese Verbindung zu Hölderlin. Man kann es nicht wissen, ob es ein früheres Leben war. Es könnte sein, aber sozusagen, es gab viele Ähnlichkeiten, die du wahrgenommen hast und es hat dir gezeigt, wer du warst, wo es hingeht. Ja, kann man es so sagen, so ein bisschen? Ja,
Genau, und so bin ich da einfach eingestiegen als Novize und dann ging es nach Indien und eben wie frisch verliebt, also das war, und das war 81, im Februar 81 und ich weiß noch genau, 98, was? 88, 88 war eine Morgenmeditation, 7,5 Jahre später, ging auf einmal der Hahn wieder auf. Während des Meditierens auf einmal das erste Gedicht da. Ich musste die Meditationskette weglegen, das ließ mich nicht mehr in Ruhe. Da musste ich mich schnell hinsetzen, habe schnell das erste Gedicht aufgeschrieben. Mhm. Weiter, halbe Stunde weiter meditiert, das zweite. Und das ging weiter, 88, 89, 90, habe ich da jeden Tag mehrere Gedichte geschrieben, und zwar wie am Laufmeter. Und zwar nicht, zwar in den ganzen alten, in alten Versmassen, also elegische Distichen, Hexameter, Pentameter. Was du ja nicht groß lernen musstest. Das ja, an Alkaische Ode muss ich schnell schauen, wo ist, wie ist die Alkaische Ode genau? Ah ja, alles klar. Dann habe ich in der Alkaische Ode gesehen. Alles. Also, und da sind eben diese 700 Gedichte entstanden, 700 klein, also klein und längere Gedichte, und Distichen und elegische Elegien, und dann auch das ganze Völkerwanderung ist also nochmal ein eigenes Buch zusätzlich zu den 700. Mhm. Und ich, ja, also es war für mich. Also die wollten einfach noch geschrieben werden. Das war wirklich da, das war wirklich so wie noch eingefrorene Inspiration, ein Elemental quasi. Ja, ja. Und dann, ich habe den irgendeinem Elemental bemerkt, ist also ein Gebilde entstanden aus Gedanken, das eine selbstständig viel, lebendig ist, in geistiger Form. Hat man selber so wie einen Luftballon kreiert, hat man es, und man trägt den. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, wie ich habe in diesem Leben das von damals aufgelöst. Selber auflösen, selber aufräumen ist das Beste. Und sich dann klar entscheiden. Ja. Und was wir noch lernen, wirklich fragen. Ja. Dann kommt die Antwort. Auch ein sehr schönes. Und das war auch für mich sehr, auch das hat mir dann auch innerlich den geistigen Freiraum gegeben. Das war auch so mein großes Geheimnis, weil im Kloster war das verpönt, dass man selber schreibt. Mhm. Die Gurus schreiben, nicht so ein 28-jähriger, Grünschnabel. So, oder, der soll nicht schreiben, der soll studieren. Mhm. So war das verpönt. Ich habe das heimlich, das waren so meine heimlichen Ekstasen. Also ich habe das seitenweise Examen geschrieben, so ohne Zählen. Hinterher, als ich es dann heimlich in den Computer schrieb, reinschrieb, habe ich dann natürlich noch schnell die Hexameter gezählt, und ab und zu hat mal eine Silbe gefehlt oder so. Aber das war wirklich, und als ich das hinterher las, war ich selber erstaunt. Und dann 1991 habe ich gebeichtet. Zuerst meinem guten Freund, Klosterfreund, also er war damals schon nicht mehr im Kloster, Ronald Zürer vom Gewinder Verlag, hat damals den Gewinder Verlag gegründet. Ja. In dem auch deine Bücher jetzt erscheinen. Ja, mit dem großen Buch Reinkarnation, die Wissenschaft des Seelenwandlungs. Großartiges Grundlagenwerk, zu dem Thema sprechen wir in einem zweiten Teil noch ausführlicher. Ronald Zürer hat das geschrieben. Und dann habe ich ihm wirklich als Freund gebeichtet, ich habe die letzten drei Jahre Gedichte geschrieben. Und dann hat er mich sehr ermutigt. Ich soll doch das veröffentlichen, ich spürte das dann irgendeinmal auch. Ja. Dann habe ich noch den Guru gefragt, muss er natürlich fragen. Und er hat glücklicherweise auch ja gesagt. Und dann habe ich diese Bücher noch in der Klosterzeit veröffentlicht. Schön. Ja, sehr spannend, sehr bewegend. Vielen Dank. Ja. Jetzt gibt es sogar eine Verbindung zwischen dem Thema Hölderlin und Reinkarnation, denn er hat über Reinkarnation auch geschrieben. Ja, natürlich. Ja. Das war damals ein selbstverständliches Gedankengut. Und gar nicht so esoterisch ausgegrenzt wie heute, also nur esoterische Glauben dran. Das ist so erstaunlich, dass man das heute gar nicht weiß. Das war akademisch, das wurde damals in der akademischen Welt und in der literarischen Welt wie selbstverständlich thematisiert. Schiller hat Gedichte über Reinkarnation geschrieben, nicht viele, aber hat den Gedanken wirklich an sich herangelassen, zum Beispiel natürlich auch verliebt, an die Laura, hat er an die Laura ein Gedicht geschrieben, Geheimnis der Reminiszenz. Reminiszenz ist das sich Erinnernde Wiedererkennen. Das ist natürlich oft, wenn man, gerade auf der Ebene der Liebe, das sind die intensivsten Beziehungen, die können auch über mehrere Leben gehen, wenn man sich da begegnet, kennt man einfach, wir kennen uns von irgendwoher. Und das hat Schiller da auch erlebt mit der Laura. Ich glaube, Goethe war ja auch davon überzeugt. Der ist noch viel intensiver als Schiller auf das Thema Reinkarnation eingegangen, hat das auch explizit ausformuliert. Und eben Lessing natürlich war damals gerade neu. Herder hat einen Bestseller geschrieben, Ideen zur Philosophie der
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Ja. Und solchen Titel konnte man sich damals noch erlauben. Ja. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, und das war auch noch ein Bestseller. Viel zu kompliziert, kannst du nicht googeln. Ja. Wurde aber gelesen und so, also das war damals wirklich in der akademischen Diskussion war da. Toll. Und Hölderlin hat das auch in seinen Gedichten und Gedichten drin. Er hat zum Beispiel, was hat er da geschrieben, zum Beispiel, hat gesagt, oder, dass wir im Grab liegen, bis wir neu erwacht, wie die Sterne wiederkehren in des Lebens kurze Nacht. Hm. Ah. Schön. Also, das, Tod ist wie der Tag, und am Tag sehen wir die Sterne nicht. Nicht, weil sie nicht da sind, sondern einfach, weil es hell ist. Und wenn das Sonnenlicht wieder weggeht, sehen wir die Sterne wieder. Mhm. Und so tauchen wir wieder in des Lebens kurze Nacht ein. Und dann so gibt es ganz viele Gedichte. Eben ein ganz einfaches: Röschen, unser Schmuck veraltet, Stürme entblättern dich und mich, doch der ewige Keim entfaltet bald zu neuer Blüte sich. Mhm. Und so hat er das sehr ausführlich auch und hat ein ganzes Fragment auch geschrieben, Palingenesi. Mhm. Palingenesi ist ein anderer griechischer Begriff für die Wiedergeburt. Mhm. Ja. Und Hölderlin war ja ein sehr lebendiger Geist, hat sich viel mit den ganzen damaligen Sichtweisen auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte über sein Denken erzählen. Wie war er so drauf, um es mal neudeutsch zu sagen? Ja, ja. Und er war, glaube ich, auch sehr visionär. Er gilt heute als einer der genialsten, wortgewaltigsten und visionärsten Dichter der Weltliteratur. Mhm. Aber das hat man erst 100 Jahre nach seinem Tod entdeckt. Hölderlin selber ist ein Dichter, der die zweite Hälfte seines Lebens als geistesgestört oder geisteskrank galt. Ja. Also das ist jetzt keine glorreiche Biografie, die man einfach so vorweisen würde. Und war das wirklich, oder waren das nur Neider, die ihn da einsperren haben lassen? Nein, er war schon. Die letzten Jahre begann er auch sehr quer und wild zu schreiben. Und das galt dann auch verrückt. Und selbst wenn man das heute noch liest, würde man sagen, der Typ ist verrückt. Mhm. Aber wenn man die Bilder dahinter sieht, wenn du die Bilder wegnimmst, dann klingen diese Fragmente verrückt. Aber wenn du die Bilder hast, bei mir ist, wenn ich die sehe, ich sehe die Bilder und dann verstehe ich das. Mhm. So, und ich habe ja das auf über 100 Seiten dann so ausformuliert, wie man die Bilder sieht. So, und es ist interessant, er hat so 1803 oder so ein Gedicht geschrieben, das heißt Hälfte des Lebens. Und das galt damals als verrückt. Aber heute in der Literaturwissenschaft weiß man, das ist das erste Gedicht des Expressionismus. Oh. Ja, 100 Jahre vor dem Expressionismus. Mhm. Er hat den Expressionismus 100 Jahre vorweggenommen. Und das Erstaunliche ist, er schreibt ein Gedicht, Expressionismus, mit einem ganz marken, zwei kurze Strophen, mit einem völligen inhaltlichen Zäsur in der Mitte. Oder die zweite Hälfte: Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und den Sonnenschein. Oder die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Und so. Hölderlin wurde 73 Jahre alt und genau in der Hälfte seines Lebens, auf den Monat genau, am 11. September 1806 wurde er quasi verhaftet und in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Er ist geboren März 1770, 11 Jahre jünger als Schiller. Mhm. März aus dem Fisch, auch ein Fisch. März 1770 bis September 1806 sind genau 36 Jahre und 6 Monate, und er wurde 73, genau in der Hälfte seines Lebens, diese markante Zäsur, wo er gewaltsam in die psychiatrische Klinik geschleppt wurde, von Bad Homburg bei Frankfurt nach Tübingen runter, hat man ihn runtergeschleppt und dort 8 Monate interniert und ziemlich gefoltert, und dann wurde er als unheilbar entlassen, weil ein Handwerker in der Nähe, nur 2 Straßen weiter, war der Schreinermeister Zimmer, und der war sehr gebildet und er hat Hölderlins Hyperion gelesen, diesen Roman, und hat gehört, der Dichter des Hyperion ist da oben in der Klinik. Und dann ging er zum Chef, zum Autenried, Psychiater Autenried, und hat ihm gesagt, also wenn Sie den Hölderlin irgendwie mal irgendwo unterbringen wollen, bei uns wäre mir eine Ehre, wenn er bei mir wohnen würde. Mhm. Mhm. Und das wurde dann auch so arrangiert, und hat er die letzten quasi 35 Jahre seines Lebens in diesem Turmzimmer gelebt, am Ufer des Neckar. Das ist heute noch der Hölderlin-Turm. Hm. Ja. Und hat er eigentlich bis zuletzt geschrieben? Er hat immer wieder geschrieben, ja. Ah, ja. Aber es war ein markanter Einschnitt.
Ja, und es war ein markanter Einschnitt und er hat dann sehr fast naiv gedichtet. Ganze einfache Vierzeiler mit A, B, A, B-Reim, also ganz einfache Zeilen. Das meiste hat man nicht mehr davon. Das hat die Familie Zimmer so gemacht. Sie haben, es wird beschrieben, Wäschkorbweise Papier weggeschmissen von ihm, weil der Mann, das wäre ja pietätslos, wenn wir die Schriften dieses geisteskranken Dichters weitergeben würden. Aber es sind etwa 50 Gedichte überliefert und man sieht auch da eine ganz andere Brillanz. Und gerade das letzte Gedicht, das er vielleicht zwei Wochen vor seinem Tod geschrieben hat, ist ganz erstaunlich, wie er da alles nochmal runterkocht, ist alles habe ich ausführlich in diesem Buch analysiert, wo man einfach staunt. Fallen dir da ein paar Zeilen ein von diesem letzten Gedicht? Ich müsste es lesen. Okay, ja. Dann schauen wir doch mal, in welchem Buch ist es? In dem hier? Ja. Gerne, ja. Die Zeit haben wir. Das dann wäre das. Das ist ja doch sicher auch die Leser. Ja. So. Wo habe ich es denn? Zum Beispiel schreibt er ganz einfach, das ist nicht ganz das Letzte, auf irgendeins aus diesen 30 Jahren schreibt er der Herbst. Und die letzte Zeile heißt, oder eine der Strophen heißt, der Erde rund, mit Felsen ausgeziert, ist wie die Wolke nicht, die abends sich verliert. Es zeiget sich mit einem goldenen Tage und die Vollkommenheit ist ohne Klage. Schreibt der Verrückte. Schön. Die Vollkommenheit ist ohne Klage. Und er hat diese Zeit auch ohne irgendeine Bitterkeit oder so, so verbracht. So, er war ja auch wirklich sehr visionär. Es gibt hier so ein Zitat. Und das heißt, ich liebe das Geschlecht der kommenden Jahrhunderte, denn dies ist meine seligste Hoffnung. Dies, dass ich in unserem Zeitalter die Keime wecke, die in einem zukünftigen reifen werde. Schreibt er aus Welche Keime hat er da gemeint? Da schreibt er als 23-Jähriger. Ach, 23. Als 23-Jähriger schreibt er, das ist meine seligste Hoffnung, dass ich Keime wecke, die in einer zukünftigen Zeit reifen werde, weil er war sehr schnell nach der Französischen Revolution ernüchtert und sah, durch Gewalt, durch Revolution kommt nie was Gutes. Und so, das ist ein Thema, wir haben ja gesagt, wir sprechen danach noch weiter. Genau, ja. Absolut. Aber das hier ist meist diese letzte Strophe, kurz vor seinem Tod. Er schreibt, dass die Natur ergänzt das Bild der Zeiten, dass die verweilt, sie schnell vorübergleiten. Dass die Natur verweilt und sie die Zeiten schnell vorübergleiten. Also nochmal, dass die Natur ergänzt das Bild der Zeiten, dass die verweilt und sie schnell vorübergleiten, die Zeiten vor der Kulisse der Natur. Das ist aus Vollkommenheit. Des Himmels Höhe glänzt dem Menschen dann, wie Bäume Blüten umkränzt. Sagte, wenn der Mensch das versteht, diesen zyklischen Ablauf der Zeit vor dem ewigen Hintergrund der Natur, und Natur ist nicht nur die Natur, sondern die geistige Natur, das ist ein Ausdruck von Vollkommenheit. Und wer das versteht, dann des Himmels Höhe glänzt dem Menschen dann, wie Bäume Blüten umkränzt. Und das ist also, er sagt dann eben glänzt des Himmels Höhe diesem Menschen, und das ist die Blüte, aber noch nicht die Frucht. Das geht dann noch weiter. Schön. Und so ist er gestorben, und glücklicherweise wurden diese Zeilen überliefert. Ja. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Danke auch. Das Zitat werden wir bringen im Text unter dem Video. Dann müssen Sie es wohl und wieder nicht immer hin und her spulen. Ja. Vielen Dank, lieber Armin, für diese auch sehr berührende persönliche Geschichte. Und in einem zweiten Teil widmen wir uns nochmal ausführlicher dem Gedanken der Wiedergeburt, der Reinkarnation. Was steckt dahinter? Wie kann man es verstehen? Ja, gerne. Danke dir sehr. Danke erstmal. Alles Gute. So. Und Ihnen auch alles Gute. Bis zum zweiten Teil.